Willkommen zurück zu die Henry Stickmin Collection. Heute spielen wir Episode 4, Fleeing the Complex. Wir fangen sofort an, denn ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Let's go. Hello, Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Now we have the infamous Henry Stickmin. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until cell found. Okay, wir wurden festgenommen. Obwohl wir eigentlich in der letzten Episode Zertifikat bekommen haben, dass wir freier Mann sind, aber okay, dann nicht. Wir sitzen hier zusammen mit einer Rothaarigen hier. Und hier vorne steht ein Typ. Unsere Optionen sind entweder, wir können Räuberleiter machen, wir können ihn tackeln und dann wahrscheinlich rausrennen. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir können auch einfach warten und nichts machen. Oder wir tun so, als wären wir tot. Ich würde sagen, am klügsten ist es Räuberleiter. Wahrscheinlich ist da oben. Ja, genau. Okay, nice, hat nichts gemerkt. Moment, kommt sie jetzt nicht mit? Ich kann nach links gehen oder. Ach so, das ist wahrscheinlich die Leiter. Da kommt sie auch mit, oder wie? Nice. Da hat wirklich gar nichts gemerkt. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Okay, wir können entweder distracten. Wir können auch gleichzeitig beide down nehmen auf einmal. Wir machen die Bounce Bros. Superstar Saga Reference, denke ich mal. Oder wir verkleiden uns als einen großen Kerl. Einfach wegen dem Meme nehme ich das hier. Oh yeah, last night. What? Ihr könnt zwar gerade nicht sehen, aber ich bin gerade einfach am Lächeln, weil ich das so lustig finde. Komm, einmal will ich es noch sehen. Oh, schon vorbei? Ja, da muss ich wohl irgendwo auf YouTube die 10-Stunden-Version rausholen. Naja, ist egal. Was wollen wir machen? Ich will die Bounce Bros machen. Oh yeah, last night I kept facing the same deck. Did you really need to be extravagant? Ja, aber ich dachte, du kriegst den Knopf hin. Brauchst du irgendwie die Easy Version, die ganz viele Brüderpunkte verbraucht? Meine Güte, du Noob. Ja, dann nehmen wir halt. Ja, was soll uns Tall Guy bringen? Nehmen wir das. Oh yeah, last night I kept. Hat geklappt. If we can get you up there, you could get in and open this door. Okay, sind da hoch. Einen Judo-Throw? Okay, das könnte klappen. Ansonsten mit der Force. Mit der Kraft. Wahrscheinlich Star Wars, oder? Mit der Kraft. Oder den Gravitor Version 2.0. Also wenn der funktioniert, ne? Dann, weiß ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der funktioniert. Ich versuche mal den Judo Throw. Ouch. That's about the teamwork I expected. Oh, okay. Komm, die Kraft. Möge die Macht mit uns sein. Hat das geklappt? Nice. Und nichts gemerkt. Oh. Wir haben alle freigelassen. Oh oh. Okay, Moment. Ach, one each. Daran erinnere ich mich. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon gespielt. Also nicht das Remake, sondern vor ein paar Jahren das Original. Schon ein bisschen her.
Aber ich wusste noch, dass man hier zwei Sachen nehmen kann. Okay, komm, nehmen wir... Ich muss es nehmen. Let's see that in an instant replay. Sound warning. Oh! Rippin' pepperonis! Laminat! XX Loops Layer XX Loud Sounds! Also wenn das nicht das epischste Fail, wenn das nicht das epischste Fail war ever, dann weiß ich auch nicht. Daran konnte ich mich noch erinnern, deshalb musste ich das unbedingt zeigen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was richtig war. Was macht Create ein Crossbow? If he goes down, he's taking you with him. Oh nein! Okay. Dann vielleicht Grenade und Taser? Well, Electricity plus Grenade equals crazy explosion, apparently. ja, ne? Na gut, dann bleibt ja nur noch Sniper Rifle und Taser übrig. Hey! Oh! Ja, oh, ich wollte mir gerade beschweren. Aber es klappt. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. Wofür brauchen wir Hüte? Oh, das sind die Optionen, okay. Also entweder wir gehen einfach vorbei. Wir schmeißen den Hut, okay. Oder wir versuchen so zu tun, als wären wir bei den, ich würde sagen, lass ja. We'll regroup with a third floor. We'll help them clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. Who get the guards? Was? Looks like they bought your disguises. Aber das sind die Ausgebrochenen. Aber ich fand gerade dieses Ding, diese Animation lustig. Wie er uns fast gesehen hätte. Das fand ich lustig. Das kann doch niemals stimmen. Machen wir mal das. We'll regroup with a... There is convict here. Get down on ground. Nice. God, I like it. Henry! Help! Oh nein! Adrenaline. Make a face. Also wir können entweder Adrenalin reinspritzen. Wir können, ja, eine Fratze machen, oder? Der! Das Knie, nicht der Knie. Das Knie! Hab ich benutzt in mein Knie! You win. Was? Perfect. Wow! You can't go mixing fighting game references like that! Echt so, das geht gar nicht! Du kannst nicht Smash mit, keine Ahnung, Street Fighter, glaube ich, war das, mixen? Das geht nicht. Das finde ich okay. Hier eine Fratze. What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. Now let's get out of here. Yay? Das hat geklappt, I guess? Wie sieht eigentlich die Map aus? Ja, gut. Die ist jetzt ein bisschen zu schlicht für mich. Okay, vielleicht ist sie einfach originalgetreu und dann war es einfach so. Na egal. Also wir können entweder hier nach vorne. In den Van rein. Was ist das da? Ein Fahrrad? Oder hier mit dem... weiß nicht, so ein... oder vielleicht ist es so ein Polizeibike? Ich weiß es nicht. Oder wir rennen da raus. Aber wohin? Und man sieht hier schon eine Person. Ich glaube nicht, dass das gut enden wird. Genau, deshalb nehmen wir das. Nein, ich glaube nicht. Jetzt will ich es doch irgendwie zeigen. Nee, komm. Aber in Van, das ist bestimmt sehr vertraulich. Alright, yeah, we're good. Who's driving? Didn't your mother tell you not to get into vans with strangers? I guess this is a truck. Niemand fährt super. Wow. Dann, okay, komm, ich zeig's mal.
Looks like they needed one of these. So ein. Na komm, gib her. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Gib her. Ach, dann nicht. Okay, dann Bike. Well, if it isn't heavy. There has not been an incident here in 50 years. And the day you show up, this happens. You are going to regret everything. Oh yeah! Convict Allies! Yeah! MLG 360 No Hope. Oh yeah! Es gibt hier diesmal 5 Endings. Oh, ich sag euch Leute, Complete Mission gibt's mehr als nur 5. Aber dazu kommen wir dann erst im nächsten Video. Machen nämlich heute alles, würde ich sagen. Das war Ending 1. Ich würde sagen, für mich persönlich das Beste, die beste Linie. Gut, was hätten wir noch machen können hier? Adrenalin! Ups. Au. I guess that do look pretty similar. I see how you could get them mixed up. Ja, vor allem geiler Blick hier. Ja gut. Wir könnten hier noch so tun, als wären wir einer von denen. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor. Uh-oh. From the cafeteria? Nice try, inmates. Uh-oh, what is that guy? Detective or something? Ja, dachte ich mir auch. Uh-oh, okay. Wir können hier noch den Gravitor Version 2.0 benutzen. Fast. Newton's sixth law. Use the gravity knob to reset gravity to the default settings. Oops. Dann Tall Guy? Oh yeah, last night I kept facing the same deck. Hey buddy. I don't see how being taller was supposed to help there. Genau meine Rede. Aber weil es so schön ist, einmal noch das hier. Oh yeah, last night I kept... Wir können noch... ja gut, was machen wir? YOLO! Oh no no. Oh shit! Speed Shoes! Sonic! War wie klar. Too fast for you. Okay, was gab's noch? Hier gab's noch 2. Halt. Komm, wir verstecken uns. Oh. Oh, you managed to find a cell on your own. What a responsible prisoner. Ja, aber das war jetzt nicht so mein Ausbruchplan. Akrobatics. Yeah. Oh yeah. Boah, nice, wie viele Punkte bekommen. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Nein. Wow. War es jetzt Deutsch? The fuck? Item! Oh, wuhu! Wo ist der? Warum redet der Deutsch? Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like, Henry Stickman. Stickman? Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? You still there? Attention! We have an escaped convict. Ah, daran nehme ich mich noch. Oh ja, diese geile, geile Anspielungen hier. Wir können hier gegen den Boxer, gegen den Typ mit dem Riesenschwert, gegen einen Panzer aus Advance Wars, oder wir verstecken uns hier drin. Da ich hier schon alles auswendig kenne, mache ich alles nach der Reihe und das das Richtige ist letztlich, weil ich will euch alles zeigen, weil das ist so lustig. Ja, natürlich, wir gehen hier lang und boxen gegen ihn. Knockout! TKO! Dann, verstecken? Oh oh. Oh nein! Oh nein! Oh nein! That wasn't scary. Spooked, that was over 100
Haunted? Was? Oh nein. Irgendwie kann man den dazu bringen, mehrmals. Weiß nicht, ob das geändert wurde. Irgendwie war das früher so, dass man den öfters zum Schreien bringen konnte. Vor allem, als ich das Spiel damals gespielt habe, kann ich dieses, habe ich das nicht verstanden, aber sagt daran, dass ich damals auch kein FNAF gespielt habe, als ich noch so klein war. Wer hat's gedacht? Dann benutzen wir den Panzer. Oh oh. Gee, thanks a lot. Vor allem habe ich auch nie in Advance Wars verstanden, wie so normale Truppen gegen einen fucking Panzer kämpfen können. Wer wird wohl gewinnen? Okay. Dann gegen dich! Oh, und rein! Ja, ich mix jetzt einfach. Oh, nice hat. Können entweder ein Sandwich benutzen. Schön mit Gelee. Oder was ist das? Ist das vielleicht Marmelade oder weiß nicht, Erdbeere? Ich weiß es nicht. Eure Vermutungen in den Kommentaren. Können auch den Truck einfach fahren oder ein Kostüm benutzen. Sandwich! Oh shit. Oh, das hielt wohl nur ganz kurz an. Aua! Das kriege ich wohl dafür, dass ich den anderen so umgebracht habe. This one weird trick will make you super buff! Weightlifters hate him! ja. Nimm den Truck. Truck. Hey, you wanna trade up? Oh, oh, wir werden verfolgt! Wahrscheinlich wieder Action-Timing, oder? Oh ja, wird sowas Action-Timing. Shoot! Oh nein. Oh, ich hab's vermutet. Eyes on the road, man! I'm sorry! Ich kann nicht so schnell reagieren! Dann Slam! Oh yeah! Oh. Nein. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Airbag! Airbag save lives. Okay, warte. Das letzte, was aufgekommen ist, Surrender. Nämlich vielleicht Surrender? Oder vielleicht soll ich gar nichts machen? Ich mach mal gar nichts. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Well, that's just too bad. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Coming out of your paycheck. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt! Und alle denken, wir sind tot! Das heißt, das Ending ist presumed dead! Dum, dum. Dum, 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 dum. Papers, please. Oh yeah. Das war das zweite Ending. So, wir haben aber noch ein paar Sachen zu machen. Wohin haben wir Surrender? You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there. You made the right choice. Was? Maximum Security? What an honor! Oh, ja, das war vielleicht nicht so gut. Da wäre ich lieber gestorben, als jetzt hier für immer gefangen zu sein. I have to say, Henry. Okay, dann der Wobster! Display seems familiar. Wir sind zurück in Episode 1. Nee, danke, das Ganze möchte ich nicht nochmal von vorne machen. Hier hatten wir noch zwei Sachen. Rechts war noch was. Bale! Ja.
You should have followed up with a tether from your wrist-strapped grapple hook. What do you mean you don't have one of those? well... Okay, machen wir mal nichts. Gar nichts. Ja. Not even close, baby. Dann, Costume! Hey, you wanna trade arts? Yours looks so nice. Frosty's escaping! Those guys need to chill! Oh Gott. Warum will er eigentlich Hüte tauschen? Die sehen exakt gleich aus. Und warum schießt er überhaupt einen Schneemann ab? Na egal, lass was. Webfro! Your hands are still covered up, you know. Can you even shot web? Can you even shot web? I do not know, I cannot try. Okay, dual gun. Oh, sheets on, no clip. Gmod. Haha, geschafft! Weg hier! Sheet is never prosper. Wir wurden gebannt. Wir wurden auf dem Gmod-Server Henry-Stickman. Was ist die Map-Datei? Egal. Punkt Map. Wurden wir gebannt. Scheiße. Dann machen wir nichts. You know, I don't think this guy knows what he's saying. Okay, was können wir hier noch machen? Nichts. Notice that timer? Now you know exactly how much time you have before your terrible reflexes are revealed. Oh, das wurde nicht geändert. Weil dieser Teil hat, glaube ich, auch die Map hinzugefügt. Weshalb die auch so aussieht wie hier. Okay, was können wir noch machen? Wir können einfach warten. Alright, let's go. Have a good time. This seems familiar. Episode 1. Teleporter. Sonic Pulse. Laser Plane. Fake Illness. Oder ein Keks. Komm, wir nehmen den Keks. Eat me! What? How curious. Okay, die Reference check ich gerade wirklich nicht. Uff. Sonic Pulse! That hurt my ears! Sorry, Bro. Wollte ich nicht. War nicht extra. Dann, dann Laserplane? Oh, einfach so ein kleiner Stein mit einem Laser drin. Ja. Wie cool. Oh. How convenient. Okay, wen wollen wir nehmen? Wir können jetzt Top-Hat Clan anrufen oder das Government. Je nachdem, was man genommen hat vorher. Aber in diesem Spiel ist das anscheinend nicht wichtig, was man vorher, welches Ending man hatte. Also entweder man hatte das Ending, wo man Top-Hat Clan Leader geworden ist, oder man hat das Ending, wo man dem Government geholfen hat. Ihr müsst euch vorstellen, wie seltsam das ist, diese beiden Optionen zu sehen und dann das vorherige Spiel nicht gespielt zu haben früher. Aber wir nehmen mal das Government. Ja? Charles! Oh, Henry. Oh, how's it going? Oder hieß er Charlie? Ja. Oh. Aha. Oh, I see. Huh. Yeah, I'm flying right now, actually. Where are you? On the wall. Yeah, I think I've heard of that place. Yeah, I'm on a mission, but, I should have some time to swing by. Hey, so, I'm getting pretty close. Yeah, just, try to get outside and I'll, you know. Hey. Warum geht der auf mich? Wir können entweder ein Bubble Shield benutzen. Wahrscheinlich sowas, so eine Orisa-Attacke. Wir können erdbändigen. Oder Flash! Ach, komm, ich muss erdbändigen! Nein!
wasted. You were doing so well. Oh man, wir hätten es fast geschafft. Dann machen wir die Orisa eh. Haha. Perfekt. Now you won't get hurt. Kappa. Warum ist hier ein Kappa-Face? Dann. So schnell wie Flash! Where are you going? What? What? Hey, so, I see the wall. Oh, you're outside? Nice. Wait, I think I see you. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll be just like the old times. Yeah. Yeah! Oh yeah! Können auch einfach Snipe mit einer Taschenlampe? Oder einen Mini-Helikopter? Komm, wir vertrauen auf Charles! I got the perfect plan. This is the greatest plan. Not again! You should know better! Oh. Dann, keine Ahnung, was für eine Taschenlampe machen soll. Machen wir einfach den Mini-Helikopter. Hört sich cool an. Ach, wie so eine Drohne? Oh, okay, wir können einfach nach vorne rennen, zurück, gegen ihn oder gegen ihn? Ja, ich denke mal am klügsten. Ja gut, wenn ich nach hinten gehe, was bringt mir das, wieder zurück zu rennen? Oder vielleicht springe ich runter, weil er so gebogen ist. Vielleicht springe ich ja runter. Der würde halt hierhin rennen, aber dann wäre Charles tot, das will ich nicht. Wenn ich ihn umbringe, wird der Charles umbringen. Wenn ich ihn umbringe, wird der auf mich gehen. Alles für Charles! Oh, get him! Hey! Das hat funktioniert? REG! International Rescue Operator! Oh yeah, das hat irgendwie funktioniert! Yay! Na dann, 3 von 5 Endings! Wir kommen der Sache näher. Dann, vor allem, ich sehe gerade, wie kurz das hier insgesamt ist. Okay, was hätten wir hier noch machen können? Komm, wir springen zurück. Jump off the edge. Wait, was that the plan? Man, we really should have coordinated that better. I mean, I was not prepared at all. Uff. Report Charles, bad teammate. Dann, gegen ihn. There goes your right. Ja, eben, dachte ich mir auch so. Was bringt mir das, wenn Charles tot ist? Ja, dann geht er danach auf mich. Kann ich einfach nach vorne rennen? Ach so. Oh. Oh, well, that went about as poorly as it could have. Ja, oops. Snipe! Got him. Friendly Fire on! Nein! Ausmann! Ausmann! Ach, Kacke. Okay, was hätten wir noch machen können? Wir hätten noch... Komm, wir tun es, als wären wir krank. Ahoi! Oh, oh. Nein, nicht die Quarantäne! What? You don't like your new friends? Nein, ich will hier weg. Ja, komm. Machen wir einen Teleporter. Come on now, brothers. My life for us. Neef Noob. GG, Nori. Okay. Tu das, wenn wir tot. Is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Trash. Pretty convincing there. Ja, echt so. Okay. Warte, es gibt aber noch...
Gibt's nicht noch zwei Endings? 1, 2, 3. Habe ich denn was verpasst? Moment. Ach, warte mal, Boost Up! Da können wir auch einfach die hier alleine lassen. So richtig den Assi-Move. Lassen sie einfach alleine. Aber wir müssen das versuchen. Oh oh, Ellie will remember that. So at this point, he has only like 10 health left. And he plays, the gates are open. And I'm like, look at how much I care. I don't care. Ich hoffe, das beeinflusst jetzt nichts. Okay, wir können einmal eine Musik spielen von Wind Waker. Können Sachen klauen. Oder ein Furzkissen. Sans, was hast du hier rumliegen lassen? Oder wir rennen einfach durch. Komm. Wind Waker. Too bad you didn't know how to play, like, an Ocarina or something. Ja gut, wenn du den einen machst, ne, dann kannst du den anderen nicht machen. Dann rennen wir durch! I ended up buffing up my guys and doing... Was that the convict? Yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? I think shoot him. Ah yes, that sounds right. Ooh. Bet you thought that was just a spear! Alter, das war einfach eine richtige Lasergun. Dann klauen wir ihn sie einfach. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. You're carrying too much to be able to stand! Did you really need all that? No loot left behind! Yeah, da hab ich auch für. Okay, Furzkissen, I guess? I ended up buffing up my guys and... Oh, come on. Are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Das war einfach, als ich dachte. Können den Longshot benutzen? Ein Spring? Hört sich an, als wäre das von Sonic, oder? Einen Power Jump aus Mario Bros. 2, let's go! Wow. Ein Ballon? Einfach nach unten fahren mit dem Aufzug oder Bungee? Komm, wer wollte denn noch nie Bungee Jumping in einem Aufzug machen? Ja, macht das Sinn? Vor allem macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Egal, einfach sowas! Oder? Ich will sehen, was der Ballon macht. Was wäre dann bestimmt richtig? Das ist vielleicht zu simpel. Das hier ist vielleicht zu krass und das könnte noch gehen. Was? Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, aber Leute, hat ihn so weit aufgepustet, dass das einfach da hängen geblieben ist in dem Gang. Okay. Können die Helium benutzen? Warum hast du es dann nicht gleich beim Ballon? Egal, können einfach rüber balancieren. Ja, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, oder? Die Plunger Boots. Okay, wie willst du mit Helium? Was wird denn da machen? Will die so benutzen wie, wie so ein Turbo? Vzium! Helium! Lol. Als ob das funktioniert. GG. Okay, wir sind draußen. Wir können entweder zu Tanuki Henry sein werden. Nicht sein. Wir können irgendwie das Leaf benutzen aus Mario Bros. 3 und für D-Land.
Snake's Box oder den Shadowser? Komm, wir nun die Box. Just a box. Oh nein. Hey, at least you weren't found. Schon auch wieder, wa? Ja, die Geräte funktionieren eigentlich nie, deshalb. Komm, das Blatt! Oh yeah! Woohoo! Oh, das hat wirklich geklappt. Die SS Ernie. Was eine Anspielung das wohl sein will. Die Dingy. Oder. Die Rakete. Na gut, die Rakete glaube ich jetzt nicht, dass es funktioniert wird. Nehmen wir das Boot. Oder das Schiff. Ich wollte schon immer sehen, was passiert, wenn ich in die SS Annie gehe. Obwohl ich schon abfahren sollte. Miu, ich komme! Wow! Easy! Did you think none of the crew would notice an unscheduled departure? Schon auch wieder wahr. Dann das Ding. Someone just leave. I think it was Smith. Yeah. Probably off to see his family. Yeah. Oh yeah! Ghost Inmate! Niemand hat gemerkt, dass wir da waren. Ah, yeah. So, aber ein Ending fehlt uns noch. Und das Bild mit drin stoppt übrigens nicht. Uns fehlt eine Sache. Wir haben übrigens fast alles richtig gehabt. Lol. Dann, Rakete! I think you mixed up the staging process a bit. Ja, kann gut sein. Komm, der Shadowser hört sich doch geil an. Shadowser, the Anziehen-Stick is the deadliest. Blend in, become a Shadow. I'm gonna be honest with you, this one isn't that great. Get it, Gabe? Das sind 15. Ja, okay, danke, Gabe. Vertrau dir mal. Oh. Now you're but a shadow of your former self. Ha 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 ha. These guys need to chill. Okay, dann ziehen wir einfach. Oh, that pipe wasn't very sturdy. Fat so. Oha, ich bin nicht Chad. Plunger Boots. Den hätte ich eigentlich genommen. Leute, die funktionieren nicht mal. Au. Ja, bin ich auch für. Bin ich auch der Meinung. Okay. Dann, Bungee! Oh yeah! Ouch. Did you just bungee jump with a plain rope? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Okay, fahren wir aber ganz normal mit dem Fahrzug nach unten. Fahrstuhl, whatever. Elevator, Lift. Boys, lunch is on me. Lunchtime already, fellas? Oh. Okay, dann. Ja, machen wir den auf Sonic! Come to think of it, those boingers are kinda loud. Guess that makes sense. Long shot! Ah, versuchen wir's. Oh, I get it. The long shot only hooks onto wood things. Luckily you hit one. Ja. Vielleicht nicht das, was ich wollte. Okay. 4 von 5 Endings?
Wo gab's denn noch ein fünftes Ending? Moment, vielleicht kann ich kurz in der... Ach, Tophead Clan statt die das Government. Stimmt. Okay. Hm, wo war denn das? Das war hier, ne? Wir machen Laserplane und kommen nach unten. Oh yeah! Und jetzt rufen wir einfach das Tophead Clan. Hm? Was war das denn gerade für ein Text? Na egal. Tophead Clan! Yes, hello. Henry? Where are you? In the complex. Called the wall. Oh, yes, of course, sir. We'll be right there. Sit tight. I'll let you know when we're close. Where exactly are you? Cafeteria? Überhaupt nicht auffällig. Yes, there you are. All right. How do you want to do this? Okay. Undercover Agent? Neurotoxin? Geil, wie der einfach irgendeine Dose aufgemacht hat, während sein Mikro gelaufen hat. Das hat er als Sound benutzt. Super. Oder eine Drill? Undercover Agent? Keine Ahnung. Undercover Agent, I guess? Hey, Henry. It's me. Yeah, I'm undercover. Yeah, I'm here to break you out. What? Oh Gott. He spent 3 years undercover. What a waste. Als ob. Oh Gott. Warum? Vor allem sieht so traurig aus. Neurotoxin, I guess? MP60 Kreuz. Ja, ich werde auch davon betroffen. Schon daran gedacht? Oh, did they forget to hand out your gas mask beforehand? Gas mask. Ja, ich habe keine gas mask bekommen. Oh, did they forget to hand out your gas mask beforehand? Ja, ich habe keine gas mask bekommen. Das ist jetzt nicht so toll. Dann die Drill. Oh. Come on, Henry, we have to go. Was? Get to the airship. Get to the airship. I help you get there. Wie sowas. Okay, entweder wieder Sonic. Eine Slingshot. Oder Magnet. Komm, Magnet. Well, you see, because of entropy, the. Alright, I can't bullshit my way through this one. BS, mach ich natürlich. Ich hab keine bösen Wörter gesagt. Don't demonetize. Okay, danke. Lol, krieg ich mehr Geld. Slingshot! Notorious Failstar. Ah, das waren alle Fails! Yay! Dibs, this seems like a good place to keep a medal. Click here for a medal! Echt? Well, I mean, you gotta work for it. Okay. Hm. That still seems too easy. No. I'm up here now. Gah. Now I'm down here. Whoa, how did this happen? Shrug, keine Ahnung. This seems like a good spot to be. Sure. So, how's it going? Fine. Enjoying the game so far? Yes! Ah, I'm glad. No problem. So, what should we talk about? I bet you don't know the capital of Mongolia off the top of your head. I bet you're just pressing OK without even reading what I'm saying. This is important. Don't skip my words. Dogs have feet. Press the sun in the sneaky ending. Ah, hier sieht man's. Der sagt das einem, dass man das machen soll in, was war das? Ich glaube Episode 1? Ne? Ich glaube Episode 1. What? Alright, I got tired of that spot. Good. This seems nicer, maybe. Which one is correct? This oder that? Come, this. Hey, you guessed right! Okay. I have a confession though. What? They were both correct. Will you press the rightmost button? No. You liar! Don't press this button. Okay. Scheiße, nein! Warte, ich glaube aber. Moment, ich will was ausprobieren. Sure, sure, bla 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 bla.
blah, 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 blah. Nein, ich hab wieder geskippt. Nein! Diesmal wird das nicht passieren. Diesmal kannst du mich nicht austricksen. Diesmal nicht. Okay. Oh nein. Nein. Nein, Iggy, nicht in der Aufnahme. Iggy, nein! Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh, Iggy. Shh, shh, shh. Yes. Sus. Okay. Okay. This button will take you back to the beginning. Dann mach ich lieber nicht. Was, seht ihr noch irgendwas? Vielleicht irgendwo ein anderer Button? Gibt's hier wirklich nichts? Fooled ya. Oh, nice. But now you have to press the retry button to continue. Guess I can't fool you, huh? Nope. Alright, alright. Take a medal. Medal. Oop. Medal. Come on, don't you want it? Medal. Try to con it. Medal. That's a ticket. Medal. Easy, easy. Medal. Almost there, medal. Careful, medal. That's it, medal. You did it! Claim your prize! Woohoo! Oh yeah! Wir haben's! Yay! Okay. So, jetzt noch das Ending. Oh, der Scooter! Von Episode 2! That was a close one, Henry. But I'm not going to pull you up. What? So without you, I become the leader of the Toppet clan again. Nein! I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Nein! Goodbye. Nein! Nein! Mach doch nicht den Sparta! The betrayed. Und da fallen wir. Wurden reingelegt. Von unserer eigenen Bande, die wir irgendwie erobert haben, aber trotzdem. Wir fallen aber ins Meer. Vermutlich mal dadurch überleben wir? Oh, man sieht's nicht. Superman sieht's auch nicht mal. Aber Leute, das war Fliegende Komplex. Und wir haben jetzt nur in den letzten Episode den neuen Teil freigeschaltet. Completing the Mission. Doch wir sind noch lange nicht fertig mit Fliegende Komplex. Wir haben noch 5 weitere Achievements zu sammeln und alle Bios. Was gibt's denn für Achievements? Das waren die Endings. Wir haben hier noch die normalen. Das sind normale Achievements. Das hier sind die schweren. Und da gibt's viele von. Waldorf, where is he? Ich denke mal, dass man das mit dem hier findet. Keine Ahnung. Nail it, stuck the landing. Keine Ahnung. Rise and shine, wake up and smell the snow. Keine Ahnung. Und Bregno. Getting real tired of seeing this guy. Beim letzten Mal musste der Hu. Beim allerersten Mal hat es geschafft. Und danach musste er husten. Hat es nicht ganz geschafft. Und jetzt sagt er einfach nein. Was wird er wohl hier sagen? Aber gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Secrets gefunden habe. So, wir fangen an mit dem Achievement hier, Brano. Liegt einfach daran, dass ich gerade einen Guide folge und der fängt dann mit dem an. So, und was wir dafür machen müssen, ist dreimal dieses Gesicht finden. So, und ich kann euch genau zeigen, wo man ihn findet. Hier einmal mit dem Shadowser. Wir skippen das mal. So, und während der Mond angezeigt wird mit der Wolke hier oben jetzt. Oh, der Arme. Hat er Angst vor der Wolke. Das tut mir natürlich weit. Aber zwei weitere gibt's noch. Ja, wo waren die? Hier gibt's eins. Hier. Und zwar die Itembox einfach spammen. Und dann kommt der rausgesprungen. Finde ich sehr lustig. Und der letzte befindet sich hier, auf dem Ending. Einfach gar nichts machen, damit du das Ending erreicht. So, und nun sind wir beim Ending.
So, und dann, bei Presumed Dead, müssen wir kurz abwarten. Irgendwann sieht man nämlich einen Mond. Da muss ich jetzt drauf achten. Irgendwann sieht man einen Mond. Und dann muss man draufklicken. Hier. Oh, der Arme. Er wollte sein Laser feiern, aber das Ending war schon zu Ende. Tja, das tut mir natürlich leid für ihn. Das nächste Achievement, was wir machen, ist Waldorf. Wo ist er? Das habe ich gar nicht gecheckt, was das sein soll, aber es ist eine sehr coole Anspielung. Werdet ihr wahrscheinlich auch erkennen sofort. Das ist, glaube ich, hier. Genau, hier ist das. Und dieser auf diesem Event, wo man je nach diesen drei Sachen klicken kann, muss man einfach schauen. Muss man einfach sich hier ein bisschen umgucken. Hier sind überall Menschen, ne? Aber was macht der denn da? Das ist doch Waldorf! Woo! Ja, fand ich irgendwie lustig, als ich es herausgefunden habe. So, als nächstes machen wir Nailed It. Stuck the Landing. Ist ein bisschen schwerer. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es ganz verstanden habe. Aber man muss den alleinigen Weg gehen. Hier das fertig machen, dann ist man hier. So, man macht den Power Jump. Und genau dann, wenn er landet, muss man klicken. Oder? Ah, da hat man es gerade gehört, dieses ganz leise. Das heißt, dass ich richtig gemacht habe. So, dann müssen wir hier runter. So. Und dann Helium. Und dann, wenn er auf den nächsten Screen ist, auch wieder klicken. Dachte, wenn er landet, aber anscheinend, wenn der nächste Screen sofort kommt. Okay, hat geklappt. Weiß nicht wie, aber okay. So, und dann muss man das Blatt benutzen. So, er fliegt nämlich dann rüber. Nochmal klicken, dann war's das. Okay, hat nicht geklappt. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht jetzt die ganze Zeit Spam klicken. Ja, hat geklappt. Okay, nailed it! Sehr seltsames Achievement, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Aber das haben wir dann auch. Fehlt nur noch das hier. Rise and Shine ist tatsächlich ein sehr cooles Achievement, denn man muss G-Man, also G-Man darstellen. Man muss ihn an fünf verschiedenen Stellen finden und ich werde euch jetzt zeigen, wo die sind. Convict here. Get down on ground. Und damit haben wir dieses Achievement. Help! Back to your cell, inmate. Boing. Bisschen schwer. Aber sehr cool. Und damit haben wir alle Achievements außer Bios. Und die werden wir jetzt auch machen. Hello, Henry. Welcome. Take him. I ended up buffing up my guys and... Convict here. Get down on ground. Oh, I don't like this. Henry! Help! Oh, I don't like this. Henry! Help! Oh, I don't like this. No. My room is too fair to climb. Attention.
He's up here somewhere. Yes, hello. How do you want to do this? Okay, kurzes Update. Mir fehlen jetzt noch zwei Leute. Einmal der hier, irgendwo an der Kiste. Und ganz am Ende der hier. Oh, warte, ich glaube, das ist der in Illness. Aber bei dem hier habe ich jetzt gar keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Ahoi. Alles klar, hab ihn gefunden. Muss hier einfach Longshot machen. Und dann ist es einfach der Typ dort rechts. Und damit werden wir dann alle Bios haben. Roll Call! Oh yeah! So, Menü für die schöne Musik. Ihr seht, wir haben Fliegende Komplex nun auch 100% gespielt und werden ab den nächsten paar Folgen, oder schon direkt nach der nächsten Folge, aber die nächsten paar Folgen, wird dann Completing the Mission sein mit 164 Fails und ich glaube 16 Endings oder so. Das wird lange dauern, das sage ich euch. Die nächsten paar Folgen werden sehr lange. Und ja, wir lesen jetzt die Bios. Alles klar, fangen wir an mit Henry Stickmin. Back in jail, huh? The icy cold cells of the wall will be hard to escape from. Ja, das mag wohl sein. Ellie Rose. She's locked up in this place too. But why? Dimitri Johannes Petrov. The warden of the wall. There hasn't been any sort of breakout in the 50 years he's been in charge. Grigory Olyad, the warden's second in command and main muscle. He gets brought in for the difficult jobs. Charles Calvin, he doesn't mind helping out an old ally, even if he's currently on the mission. Nice. Charles ist echt der Beste. Reginald Copperbottom, das ist ein richtiger Name. Seems he's been managing the top hats in Henry's absence. He'll have to go back to being second soon. Tja, oder auch nicht. Heath Stone, he guards the storage room with his friend. They love to talk about their favorite mobile card game. Okay. Isaac Binderson, he guards the storage room with his friend. He loves collecting random trinkets. Okay. Und jetzt verstehe ich auch, was hier übrigens gemeint ist. Ich habe mich nur gerade gewundert wegen Mobile Card Game, aber der hat ja über ein Videospiel gelabert. Horace Johnson, one of the guards responsible for Cell Block Patrol. It's not that eventful unless all the doors happen to open. Mike Mulligan, oh hi, da bin ich. Kind of a slacker. He likes to find a scheduled place and mess around on his phone. Okay, doch nicht ich. Ibram Jocelyn, a jolly lad. When in a good mood, he treats his friends to lunch on their break. Yeah. Joris Borgia, doesn't speak English too well, but he's found a crew at work that he loves to hang out with. Travis Ump, he enjoys his job at the wall because he gets to hang out and chill with his friends. That doesn't mean he slacks off. Nice. Olaf Nordgren? Warum ist das O so durchgestrichen? He usually makes his own lunch, but won't turn down a free meal. Okay, der sieht ein bisschen aus wie Henry. Nicolay Dutrim, a master of this left squad. He runs a class on it twice a week in the rec room. Oh yeah. Matthews Godsmith. Don't tell anyone, but his mom bought him those earmuffs and he's a bit embarrassed about it. Ach, der Arme. Gary Man.
Captain Laszlo Ugovich, the captain of the naval division of the Wall. He is in charge of one ship, the only one the Wall has. Miloš Krakowski, a recruit in the Wall's naval forces. They run sea-based retrieval operations. Tormund Rilok, he finds his work post fairly dull and uneventful. He relishes a challenge. Friedrich Spielen, one in the group of members that doesn't speak any English. He supposedly speaks German. Sehr seltsam. Harold Küper got a job at the Wall through his German friend. His English isn't the best, but he's fluent in German. Cool. Warum sind die beiden überhaupt Deutsch? Vor allem, wie Deutscher geht's überhaupt? Friedrich Spielen. Wer heißt so? Das ist ja, Deutscher geht's irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Will Speck. He is the type of guy that won't stop trash-talking the other team when watching a sports game, even if they can't hear. Was ich gar nicht gezeigt, was ich gar nicht bemerkt habe, ist bei diesem einen Fail, wo man weggenockt wird, der boot einen sogar aus. Was ein Arschloch. Loyus Stoop. He likes his job at the Wall, but hates being stationed out in the cold. Hier bei dem hier meine ich. Gokka Golinski. He used to fight professionally, but after losing to a first-time fighter, he hung it up to work at the Wall. Nice. Andrei Wazov. Keine Ahnung. People have said he used to lead armies. Kann ich lesen heute. People have said he used to lead armies. He really knows his way around a tank, so maybe there's some truth. Karloff Chernik, a master swordsman hired by the Wall to train the employees. His skill with a blade is something to behold. Haben wir gesehen. Carl Pinkerton, he may not look it, but he's traveled the world. His head's looking like an orange, isn't it? Nein? Okay. Gnut Stoneheel, the Stoneheel family is known for their strangely dense feet. Yeah. Franz Pferd! Honestly, he's pretty clueless most of the time. He's just meant to look menacing with a spear. Wie ein deutscher Franz Pferd! Daniel Deutsche. He has lived in the area all his life and really knows how to handle the environment. Limoy Kreutz. They called him DK for a while. It's short for doesn't know how to drive. He's since gotten his license. Lol, das heißt nicht mehr DK. Timothy Johnson. They've never had to take the cars out before, so he's really just winging it. Lol. Lee Bumbler. He dreams of starting his own gaming company. He's already got a name picked out, named after himself. Okay, Leute, wenn es irgendwann eine Game Company gibt namens Lee Bumbler, wir waren als erstes hier. Willy Wagner, a fairly recent employee of the Wall, still getting into the swing of things. Der Name erinnert mich ein bisschen an Willy Wonka, weiß nicht, ob das ein bisschen angespielt ist dran. Nadja Meragova, she's here as part of an internship. Internship? Internship. Her real dream is to open up her own complex. Wallace Pemberton. He spent 3 years undercover at the Wall, waiting for the right time to bust out all the captured Tophead members. Jim Pinkson. He loves jelly and jelly sandwiches. There's so many possible combinations. Kado Ito. He's known how to bend since childhood. He's kept it a secret until this moment. Ryan Halbert, one of the youngest employees at the Wall. His dad is one of the higher ups, so he gets special treatment. Oh, na dann. Joe Joshen, just Joshen, ja? He's heard that joke about 7 million times. Oof. Gordon Smith, having a newborn at home causes him to lose a lot of sleep. He's been falling asleep at work a lot lately.
Joey Walnut tends to order enough food for 3 people and eat it all on its own. Oh, wow. Auch ein bisschen aus wie Henry. Sal Men. He forgets to bring his uniform in to work at least once a week. Stan Willow. His favorite post is on the fire escape. He can watch the snow fall into the ocean below. That's cool. Curdrew Johnson. He gets a lot of slack for wearing sunglasses at night. That's just his style, baby! Alex Kempner. He's been trying to get a SAM turret installed in the complex for years, but can't get through the bureaucracy? Okay, sorry, dass ich dumm bin. Arnold Schwarz! Was das wohl angelehnt ist. Always the loudest one in the room. His voice is booming for his size. Wilhelm Krieghaus! He may struggle with technology, but when it comes to action, he in combat, he excels. Hier ist ein richtig deutscher Name. Sir Shot Sherman, one of the top riflemen in the Tophead Clan. He is leading the mission to rescue Henry. Thomas Chestershire, he enjoyed Henry's brief leadership. People could tell he was bummed out when Henry went missing. Mr. Cool, he rarely speaks. His charisma speaks for him. Warte, wer ist das eigentlich? Achso, das ist ja ein ausgebrochener. Mr. Cool, er hat sich einfach legal ändern lassen. Wild Willy, oder Wild Willy. He thinks he is the prospector from the from the 1800s. Seems he went off a bit of a rampage, granting him a stay at the wall. Gastro, a practitioner of the dark arts of fecromancy. Oder fecromancy? He's a toilet wizard. Okay, das reicht mir schon. Punkhauser. He is part of a notorious German biker gang. He's the only member to have been caught so far. Punkhauser. Aha. Uber. Found frozen deep in the snow on Svalbard. After thawing out, he regained consciousness and became hostile. Das sieht mir nicht sehr gesund aus, so. Angry Mike, a wanderer traveling in the desert. He became notorious in the area and had to be collected. Mann, was habe ich nur gemacht? Vor allem, warum sieht das so aus, als hätte ich einfach ein riesengroßes Pflaster vor meiner Fresse? Jack Sticky, Stick Eye. A crazy loud Irishman. Not quite sure what he did to get locked up here, but he probably deserves it. Gascano! This guy is a four-armed alien! Apparently, he used to be a big-time racer. Oh, heilige Scheiße, er ist jetzt hat 4 Arme und sein Kopf ist in einer falschen Richtung. Ace Apex! The reddest dude at the wall! Just a total bro. Ich finde lustig, wie der Name einfach Apex ist. Melvin Poolridge! Even though he's extremely nerdy, he loves hanging out with the boys. Trademark. Derek Gorlick doesn't have much of a sense of humor, at least during work hours. Hmm. Golby Phelps thinks of himself as something of a detective. He can easily become hostile if he suspects any foul play. Dan the Man, he wanted to go by Dan of Steel, but it was taken. Aww. Wieder Henry, aber diesmal mit grünen Schuhen. Lil Mikey. Hey, was soll das denn jetzt hier? Das ist schon der dritte. He is honestly not supposed to be locked up at the wall. He was just in the wrong place at the wrong time and took the fall for someone else. Oh, das tut mir natürlich sehr leid. Pierre Francois, the most notorious baguette burglar in France. He was finally captured when he tried to take down the biggest bakery in all of France. Was ist das? Ist das ein Mund? Babushka. Well, Babushka is a female term. He wears the title with pride. He has soft interior and looks out for the downtrodden. Wieder Henry. Carl the Clown. He ran a huge circus scam 10 years ago. He avoided the bus multiple times by dressing like a clown. Lol. Der hat einfach Leute gescammt mit seinem Zirkus.
Holos Petrovich. He won a sweepstakes and got to name a planet after himself. Aha. Karl Baxter! What? Kennen wir Karl Baxter nicht schon? He's actually the world CCC liaison. Their goal is to get priority during any possible chaos incidents. Warte, Chaos Incidents? Ist er nicht der, der... Huh. Achso, hat er bei The War gearbeitet? Nee, hat er nicht. Moment. Der hat hier... Bei Infiltrating the Airship war der doch bei diesem CCC, ne? Ich werde nicht zurückgehen und nachschauen. Das dauert mir jetzt zu lange. Aber ich glaube, den haben wir schon mal gesehen. In dem hier. Sean S.E. Lemming. A natural leader, mainly because it's the role he was assigned. Okay. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein bisschen mehr geschrieben. Irgendwie, dass es ein Arschloch ist oder so, weil der trägt die Leute, um sich umzubringen. Mark Emu. He said he'd try not to laugh, but then he laughed. That's grounds for capture. Oh, wow. Misha Sashavo. He used to be part of a crazy group of mercenaries. He was the only one to be captured and is honestly probably the most sane one now. Lol. Peter Wayland. Sieht auch ein bisschen aus wie Henry. He did one of those scare people to bring down the land values so he could buy it for cheap ruses. But was foiled by a group of kids and their dog. Oof. Und der letzte, Ray Rudolfo. He's come down with a case of leprosy, so he's been put in quarantine? Keine Ahnung, wie Quarantäne auf Englisch gesprochen wird. With the other sickly inmates. Gut, eigentlich müsste ich wissen, wie das geschrieben wird, aber momentan ist das ein großes Thema, aber ist auch egal. Das war Fleeing the Complex. Und es geht bald endlich los mit dem Finale, Episode 5. Das komplett neue Spiel. Completing the Mission. Ich bin schon richtig gehypt. Es gibt so viel zu sammeln. Ganz viele Fails, ganz viele Achievements und so viele Bios. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao, Leute!